Ja, es ist eine Mischung aus Bankrotterklärung und sich verstecken hinter sogenannten anderen, die das auch kritisch sehen. Da musste ich dran denken, es ist so, als wenn der Student sagt, ich bin leider durchgefallen durch die Prüfung, aber fünf andere auch. Und deswegen bin ich ja eigentlich gar nicht so schlecht. Also wissen Sie, wenn Sie sich als Verteidigungsminister hinstellen und sagen, Sie geben jetzt einen sogenannten Prüfauftrag, um erstmal durchzuzählen, wie viele Waffensysteme haben Sie überhaupt und in welchem einsatzfähigen Zustand sind die. Das ist ja eine völlige Bankrotterklärung. Sowas müssten Sie per sofort wissen. Das ist militärisches Grundhandwerk. Vielleicht ist das jetzt die nächste Ausrede, dass man sagt, ja, also im Prinzip wären wir jetzt politisch sogar bereit, die zu liefern. Nur leider ist das alles nicht einsatzfähig. Es ist wirklich nur noch beschämend. Man kann es nicht anders sagen. Also für eine Nation, die ja faselt von Führungsanspruch und Verantwortung für Europa und so weiter, es ist wirklich beschämend. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Ja, da schließt sich auch schon so ein bisschen eine Frage aus der Community an. Da fragt nämlich Sven Odendahl auf Facebook, warum ist diese Prüfung nicht schon vorgenommen und hat die Bundeswehr auch bei anderen Beständen keinen genauen Überblick über den Bestand und was sagt das über die Bundeswehr aus? Ich denke, das haben Sie eben gerade schon ganz gut zusammengefasst. Was glauben Sie denn, wie reagieren gerade in Ramstein die Bündnispartner auf dieses Statement? Ja, wissen Sie, ich sage jetzt nach bald einem Jahr Krieg immer, man hat das ganze Jahr 2022 eigentlich vertan mit theoretischen Diskussionen, was alles nicht geht. Also wir erinnern uns vielleicht noch Februar, März, ne? Als es hieß von diversen Beratern, selbsternannten Experten, Ukraine kann nicht gewinnen. Dann hat man gesagt, ja, Ukraine kann vielleicht ein bisschen durchhalten, aber die westlichen Waffensysteme können sie nicht bedienen und die schweren schon gar nicht und so weiter und so weiter. Fast ein Jahr lang hat man jetzt vertan mit Diskussionen, was unter anderem dazu geführt hat, dass viele Soldaten und Zivilisten deswegen gestorben sind. Der Krieg könnte längst eine andere Wendung genommen haben, könnte vielleicht sogar schon vorbei sein, wenn man sich früher entschlossen hätte. Jetzt versteckt man sich hinter diesen sogenannten anderen. Ich möchte die Frage zurückgeben. Also das soll Herr Pistorius doch bitte klar sagen, wer das ist. Also die einzige Nation, die ich mir vorstellen könnte, wäre Belgien, weil die haben relativ passiven Ansatz bisher. Aber wissen Sie, es gibt so viele Nationen, die bereits verkündet haben, Sie haben es ja selber gesagt, Polen, Großbritannien, aber auch die skandinavischen Länder, die baltischen Länder, die Niederlande, die heute sogar gesagt haben, wir erwägen sogar F-16 Kampfflugzeuge bereits in die Ukraine zu schicken, also zusätzlich zu Panzern. Und wenn Sie jetzt sagen, es gibt keine Einigkeit, ja bitte, dann soll er die zwei oder drei oder vier nennen, die das nicht wollen. Aber auch das, wie gesagt, es ist ein Verstecken hinter anderen. Was hat es für eine Bedeutung, dass zwei, drei oder vier nicht mitmachen wollen? Dann sollen sie es sein lassen. Aber das würde Deutschland nicht daran hindern, seine Kampfpanzer zu liefern. Es sind vorgeschobene Argumente. Ich werfe hier gerade mal einen Blick in den Chat und sehe, dass ganz viele von euch nach den Reaktionen aus der Ukraine fragen. Da ist es vielleicht interessant für euch zu wissen, dass wir hier gleich noch über die ukrainische Perspektive sprechen werden, nämlich mit dem ukrainischen Vizeaußenminister Andrei Melnyk. Herr Kolb, für Sie ist aber auch eine Frage im Chat. Und zwar fragt Alas auf YouTube, der Militärexperte letztes Mal meinte, das spielt ja wahrscheinlich auf unsere Sendung an, die Panzer würden keine militärische Entscheidung bringen. Wieso sollten wir uns dann weiter in Richtung Eskalation durch die Lieferung bewegen? Würden keine Entscheidung bringen. Da würde ich gerne wissen, wer dieser sogenannte Militärexperte war. Aber um es mal klar zu sagen, die Entscheidung, die muss die Ukraine jetzt suchen in der Frühjahrsoffensive. Und es ist wichtig, dass die Lieferung schwerer Waffensysteme, insbesondere Panzer, jetzt passiert, damit sie die Logistik vorbereiten können, damit sie eine ausgewiesene Einsatzkette haben, also sprich, was die Treibstoffe, Ersatzteile und so weiter angeht, dass sie dann diesen Vorstoß führen können. Selbstverständlich wird das Wirkung im Einsatzraum erzielen. Und schwere mobile Mittel sind genau das, was die Ukraine braucht, um die russische Front an ihrer schwächsten Stelle, nämlich im Korridor Saporischschja bis Melitopol, zu durchstoßen. Also wissen Sie, ich bin jetzt nach bald einem Jahr Krieg leid, immer wieder diesen Unsinn anzuhören. Es geht nicht, man kann nicht, und es hat sowieso keinen Zweck. Selbstverständlich hat das Sinn und Wirkung. Es ist vielleicht nur so, dass wir nach 20 Jahren russischer Propaganda so durchseucht sind von diesem Gedanken, es geht nicht und man kann nicht, dass man das gar nicht mehr hinterfragt. Ja, Sie sagen es gerade, wir sprechen hier schon sehr lange über Krieg und seit einigen Wochen und Monaten ja auch vermehrt über verschiedene Panzer und Panzertypen und was die im Kampfeinsatz zur Folge haben. Das ist manchmal gar nicht so einfach zu verstehen und deswegen hat uns das Dominik Lessmeister mal zusammengefasst.
Der Kampfpanzer Leopard 2 ist stark gepanzert, wiegt über 60 Tonnen und hat 1500 PS. Er hat eine leistungsfähige 120 mm Glattrohrkanone. Ihre Aufgabe? Andere Panzer und Fahrzeuge beschießen oder zerstören oder der Infanterie durch Beschuss von Häusern und Stellungen helfen. Dabei werden die Kampfpanzer von Panzergrenadieren mit Schützenpanzern unterstützt. Schützenpanzer wie der Marder sind gepanzerte Transportfahrzeuge für Infanteriesoldaten. Sie sind beweglich, nicht so schwer wie Kampfpanzer und haben eine leichtere Kanone. Beim Marder eine 20 mm Bordkanone. Ihre Aufgabe? Soldaten schnell und geschützt im Gelände absetzen. Zur Besatzung können sie 6 weitere Soldatinnen und Soldaten aufnehmen, feindliche Infanterie und deren gepanzerte Kampffahrzeuge bekämpfen. Gemeinsam mit den Kampfpanzern halten sie die Bewegung und Stoßkraft der Panzertruppen aufrecht. Im Verbund entfalten Schützenpanzer Marder und Kampfpanzer Leopard ihre größte Wirksamkeit. Das vielleicht mal als Übersicht, warum es auch wichtig ist, welcher Panzer da im Verbund kämpft. Wir haben noch eine Frage aus dem YouTube-Chat und zwar von Icke. Wie stark ist der internationale Ruf Deutschlands durch Scholz-Zögern jetzt irreversibel geschädigt? Was ist da Ihre Einschätzung? Also die Rufschädigung, die ist bereits eingetreten. Also ich folge zum Beispiel in den polnischen und den baltischen Diskussionen relativ eng. Und wenn jetzt zum Beispiel der polnische Premier Morawiecki sich hinstellt und sagt, also wenn ihr noch lange so weitermacht, dann werden wir einfach in die Initiative gehen. Und das halte ich für durchaus realistisch. Es gab ja gestern den sogenannten Tallinn-Pledge, also eine Koalition von Ländern, die sagen, wir sind willens, Kampfpanzer zu liefern und weitere schwere Waffensysteme. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass irgendwann die Frustration über die deutsche Politik so groß sein wird, dass man sagt, okay, dann machen wir es jetzt einfach auf eigene Faust. Also sprich, das Rammstein-Format ist ja ein Gesamt-NATO-Format. Also wenn da was beschlossen wird, dann stehen alle NATO-Partner dahinter. Es ist aber durchaus möglich, dass sich jetzt sozusagen eine Fast-Forward-Gruppe bildet, also von NATO-Nationen, die sagen, wir gehen jetzt einfach rein und was die Deutschen machen, das ist deutsche Innenpolitik, das interessiert uns gar nicht mehr. Wir hatten hier in der Sendung auch schon den Militärexperten und Oberst AD Wolfgang Richter da. Und da habe ich hier ein Zitat, was ich Ihnen gerne mal vorlesen würde, weil mich da Ihre Reaktion interessieren würde. Der hat nämlich gesagt, es ist selbstverständlich klar, dass Deutschland nicht im Alleingang etwas tut. Deswegen wird es immer aus deutscher Sicht wichtig sein, dass der Hauptverbündete USA mit an Bord ist. Es hilft ja nichts, wenn eine Flotte von Leopardpanzern in der Ukraine erscheint, die dann ja nach wie vor ein deutsches System darstellen. Und dieses deutsche System wird ja auch durch Deutschland genehmigt werden müssen, selbst wenn es andere Armeen im Einsatz oder im Bestand haben. Deswegen kommt es darauf an, dass zumindest die Briten, Franzosen und Amerikaner mit an Bord sind, also wirklich im Verbund agieren. Was sagen Sie dazu? Ja, das ist, es ist genau das gleiche Argument. Man versteckt sich hinter dem Scheinargument, naja, wir können nicht liefern, bevor die anderen es nicht tun. Ich denke, er vermischt da zwei Dinge, die nicht zusammengehören. Das eine ist das Gefecht der verbundenen Waffen. Also sprich, der Panzer operiert natürlich nicht alleine, wie wir es in Ihrem Beitrag auch gesehen haben. Er operiert natürlich in Zusammenarbeit mit Infanterie, mit gepanzerten leichteren Fahrzeugen wie dem Marder und so weiter. Aber selbstverständlich hindert das Deutschland nicht daran, irgendwelche Systeme zu liefern. Es führt dann wieder auf ein anderes vorgeschobenes Argument nach dem Motto, die Ukrainer könnten das nicht bedienen. Also wissen Sie, wenn ich angucke, wie Großbritannien die ukrainischen Crews ausgebildet hat und die innerhalb von Tagen die westlichen Waffensysteme beherrschen, beim deutschen Gepard hat man es ja gesehen, bei der Luftabwehr, kann ich mir das nicht wirklich vorstellen. Ich weiß nicht, warum er sowas sagt, aber das sind alles so politische Scheinargumente. Aber die militärische Logik, die ist eine andere. Die militärische Logik heißt Frühjahrsoffensive. Und für die Frühjahrsoffensive sind die Mittel vonnöten. Ich glaube, es ist vor allem in Deutschland so ein gewisses Generationenproblem, dass es viele wirklich Probleme haben, sich von diesen Illusionen der 1970er Jahre zu lösen. Von dieser immer noch sehr starken Russland-Affinität, von diesem Unwillen zuzugeben, dass wir es hier mit einem aggressiven Imperium zu tun haben, mit dem so etwas wie Sicherheit oder Völkerrecht eben nicht machbar ist oder zumindest nicht mehr seit Putin. Diese Diskussionen, die führen uns nirgendwo hin. Was die Ukraine braucht, ist die Fähigkeit, die russische Aggression zurückzuwerfen. Und diese Fähigkeit erlangt sie nur, indem sie die entsprechenden schweren Mittel bekommt. Alles andere sind politische Scheinargumente.
Lassen Sie uns nochmal auf Frankreich und auf die USA gucken. Es ist ja heute Nacht, glaube ich, bekannt geworden, dass die USA ein weiteres Waffenpaket geschnürt haben. Da wird gesprochen von Strikern, von gepanzerten Fahrzeugen. Kampfpanzer sendet die USA aber nach wie vor nicht. Und auch die Franzosen sind ja offenbar so ein bisschen zurückhaltend mit den Leclerc-Panzern, oder? Ja, also Macron hat ja auch in der Vergangenheit so gewisse Probleme gehabt, sich von seiner Russland-Affinität zu lösen. Aber es ist ihm eigentlich sehr viel besser gelungen als Scholz. Also wenn Sie schauen, Frankreich hat ja bereits zum Beispiel schwere Artilleriesysteme wie die Caesar-Kanone geliefert und mit dem AFX auch bereits sogenannte leichte Panzer, also gepanzerte Radfahrzeuge. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Frankreich da weitermachen könnte und irgendwann auch Leclerc-Panzer liefert. Ich denke, sie werden nicht die Ersten sein. Also diese Fast-Forward-Koalition, von der ich vorhin gesprochen habe, die wird wahrscheinlich von Großbritannien und Polen angeführt werden. Und wenn Großbritannien dann schwere Panzer liefert, dann würde ich sagen, also so wie ich Frankreich einschätze, aus Prestigegründen müsste Macron dann gleichziehen, weil er kann sich da natürlich nicht vom perfid Albion dann vorführen lassen. Ich scherze jetzt ein bisschen. Aber naja, ich denke, wir müssen das Ganze realistisch sehen. Auf sogenannte Exportgenehmigungen wird es, wenn das noch ein paar Wochen so weitergeht, gar nicht mehr ankommen. Wissen Sie, der Pistorius hat sich jetzt hingestellt und gesagt, wenn die Entscheidung dann fällt in einem Tag oder eine Woche. Ja klar, ich meine, die Entscheidung kann auch erst in einem Jahr fallen. Dann haben Sie noch ein Jahr Zeit, die Leos durchzuzählen. Aber das hilft Ihnen nicht weiter. Und ich glaube, über die nächsten Wochen wird die militärische Realität stärker gewichtet werden als die politische. Und vielleicht führt das dann dazu, dass man sagt, okay, ob jetzt der gestempelte formelle Antrag aus Polen da ist oder ob es noch irgendwelcher Exportgenehmigungen bedarf, darauf kommt es gar nicht mehr an. Wer liefern kann, der wird liefern. Wir haben hier noch eine Frage aus der Community an Sie, nämlich von Sue Sun auf YouTube. Die hat vielleicht eine organisatorische Frage, weil sie fragt sich, die Soldaten zumindest am Panzer ausbilden, könnte man doch eigentlich schon, oder? Ja, selbstverständlich. Es gibt auch Nationen, die das schon längst tun, also die ukrainische Soldaten quasi in ihr Land holen und sie dort ausbilden. Das beste Beispiel ist Großbritannien, dass das seit Monaten nicht nur an verschiedenen Waffensystemen macht, sondern auch zum Beispiel in der infanteristischen Taktik. Und man könnte das genauso weiterführen. Also sagen, wir holen jetzt die ukrainischen Tank-Crews und bilden sie an den westlichen Waffensystemen aus. Und das ist weniger kompliziert, als viele jetzt vielleicht denken. Also wenn sie mal gelernt haben, taktisch in einem Panzer zu kämpfen und Panzer zu fahren, dann können sie sich relativ leicht umschulen auf andere Systeme. Das hat man ja immer so der Ukraine vorgehalten, ja, ihr könnt das nicht oder die Systeme sind zu kompliziert oder ihr könnt die lateinische Schrift nicht lesen und was es noch an absurden Argumenten alles gab. Und Sie sehen, wie die Ukrainer sehr innovativ und auch sehr schnell diese Waffensysteme beherrschen. Also da mache ich mir keine Sorgen. Nein, ich denke auch, das ist ein sinnvoller Weg, weil es geht ja nicht nur um die Panzer, sondern das System bringt ja eine ganze Kette von Logistik, von Support, von Treibstoff mit sich. Und die idealen Räume, diese zu organisieren, das wären eben die, die nah an der Ukraine sind. Also idealerweise Polen, Rumänien, Slowakei. Wenn man das zusammennimmt, also sprich, man bildet die Crews aus und verlegt die Logistik in frontnahe Bereiche, dann erzielt man auch einen großen Einsatzwert damit. Ja, hier flattern die Fragen an Sie, Herrn Kolb, gerade nur so rein. Ich übermittle Ihnen die jetzt nochmal. Und hier fragt auf YouTube Cold Charlie, Herr Kolb, was kann man noch tun, um der russischen Rüstungsindustrie das Genick zu brechen? Ja, also da muss ich ein bisschen kaltes Wasser ausgießen. Also das Genick brechen werden Sie ihr nicht, aus dem einfachen Grund, dass die russische Rüstungsindustrie, also sofern wir über die einfachen Kampfmittel sprechen, weitgehend autark funktioniert. Das ist nicht so bei den Exportgütern, bei Kampfflugzeugen und so weiter. Aber wenn wir jetzt schauen, russische T-72, also die Technologieplattform, wenn Sie schauen, Artilleriegranaten und so weiter, das können die Russen weitgehend selbstständig herstellen. Natürlich jetzt nicht besonders effizient, auch nicht in größeren Stückzahlen und auch die Reserven gehen zur Neige, aber Russland wird schon weiter produzieren. Das heißt, es kommt nicht so sehr darauf an, die russische Produktion jetzt einzustellen, weil das können sie gar nicht, sondern es kommt darauf an,
die westliche Produktion zu steigern und vor allem die Ukraine auf das westliche Technologieniveau zu bringen. Das ist übrigens auch die Idee hinter den Panzerlieferungen. Also der britische Challenger 2 ist auf einem weitaus höheren Technologieniveau als der russische T-72 und kann den auch sehr, sehr böse abschießen. Das haben wir zuletzt 2003 gesehen im Irakkrieg. Das halte ich für einen produktiveren Weg. Und eine Frage habe ich noch zum Schluss für Sie, Herr Kolb. Gatsby fragt auf YouTube, was würde denn Ihrer Meinung nach passieren, wenn die Russen die Frühjahrsoffensive zurückschlagen und die Front sich wieder einpendelt? Liefern wir dann mehr und mehr? Also ich kann mir nicht vorstellen, wie Sie das tun wollen, weil bei den jetzigen Verlustquoten, sowohl an schweren Mitteln wie auch an Artillerie, Sie müssen ja denken, die russische Feuerfrequenz ist gesunken von 30.000 Artilleriegranaten auf jetzt noch 6.000, Tendenz sinkend. Ja? Also Russland kommt so langsam ans Ende seiner Reserven. Der Fall ist vielmehr umgekehrt. Also was Sie jetzt eigentlich brauchen, ist die Möglichkeit, dieses Momentum auszunutzen. Also sprich das Momentum, wo die russischen Reserven langsam zur Neige gehen und dann diesen Vorstoß mit neuem massiertem Material durchzuführen und damit Russland zu zwingen, zuzugeben, dass es nicht auf die gleiche Produktionsquote kommen kann. Und dann kommt tatsächlich der Rollback, also die Rückabwicklung der Front. Und wenn Sie jetzt sagen, Russland müsste das zurückwerfen, dann müsste Russland in der Lage sein, nicht nur mehr als alle westlichen Nationen zu liefern, sondern auch schneller. Und bei meiner Kenntnis der russischen Zustände kann ich mir nicht vorstellen, wie das der Fall sein sollte.